Hallo und herzlich willkommen zu... Ja, nicht lange begrüßen, weitermachen. Halt die Schnauze, ey. Jedenfalls, Wii U, eShop, 20 Euro Xenoblade 1. Auf jeden Fall kaufen 20, jeder, der eine Wii U hat. Ja, ich gebe 20 Euro. Junge, du kriegst die Wii-Version noch nicht mal für unter 80. Yoko Ono, Alter. Du kriegst die Wii... Du kriegst die Wii-Version noch nicht mal für unter. Yoko Ono. Wann hab ich denn Yoko gesagt, nicht sparen? Das stimmt überhaupt nicht. Jetzt gerade eben. Ich hab nicht Yoko gesagt. Yoko Ono. Hab ich Yoko gesagt? Entschuldigung. Das hab ich dir noch nicht mal selber gesagt. So eine behinderte Mario Kart-Aufnahme hinter uns. Wann hab ich denn jetzt Yoko gesagt? Yoko Ono. Hast du es auch gehört? Frage bitte, sag mir, dass du es auch gehört hast. Ja, ich hab auch Yoko gehört. Ich so, hä? Ja, danke schön. Andi, hast du Yoko gehört? Andi ist auch dabei übrigens. Ja. Aber nur ich hab gar nichts gehört. Andi hört nicht zu. Doch schon, aber ihr habt irgendwas gelabert. Aber ohne Spaß, ja, also ich spiele echt 20 Euro wert. Gamescom, Alter, ohne Spaß. Also wenn irgendjemand das hier sieht und Xenoblade kennt, der wird mir das bestätigen können, dass das auf jeden Fall 20 Euro wert ist. Aber wie gesagt, die normalen Wii-Versionen werden immer noch für teilweise 100 Euro auf eBay versteigen. Yoko Ono. Das ist so krass. Apropos Gamescom, Andi, warum bist du nicht nochmal zu uns gekommen? Wir wollten dich nochmal unbedingt trinken hören. In real life. Ich hab getrunken, sogar mehrmals. Ja, es war aber laut. Hätten wir draußen machen müssen. So viel ich mein's jetzt genauso, am Ende, warum ich euch nicht nochmal gefunden habe oder genauso, was? Ne? Andi ist genauso fähig wie beim Trinken, wie Rico bei Mc's einen Milchshake zu bestellen. Ja, hallo, Entschuldigung. Hä, du hast doch noch 2 Tage voll Übung. Statt ein Milchshake einfach mal 3 bestellen, ist auch nicht so. Ja, genau, also. Wie hast du das eigentlich geschafft? Also 3 keine Ahnung. Milchshake. Warum bin ich eigentlich noch im Game-Mode? Ja, Zeit? Warum beschwert ihr euch eigentlich? Ihr habt einen ausgegeben bekommen, den Bissel noch nicht mal getrunken hatte. Ich bin was? Voll... Der hätte ja mitbringen Bissel, sollen. Bissel, wenn du ach, das Bissel siehst. War auch da. Ja, das war der... Das genau, war ich der, hab ihn auch erstmal nicht erkannt. Das war der Blonde. Ich dachte, ohne Spaß, ich dachte, ach das wäre so ein 3-Meter-Bär. Warum hat mir das niemand gesagt? Ich dachte, dass es sonst wäre. Ich dachte, ehrlich gesagt, Bissel wäre so ein 3-Meter-Bär von der Stimme her. Warum habe ich noch Wolken an? Ich hab Bissel ganz anders verstanden. Ja, ja, eben. Bissel. Ne? Also bei allen hat's irgendwie gepasst, außer bei Bissel. Ich dachte, dass es sonst wäre. Ach je. Das habe ich mich die ganzen anderen Tage davor auch gefragt. Wer sind ja, diese Leute? Ach so, das waren meine Leute, sorry. Beim ersten Mal. So, ich hab's übrigens gemacht, ihr Noobs. Echt? Ja, aber der eine, der immer wieder dazugekommen ist, der auch dann später noch zu uns dazugekommen ist, ne? Das war nicht so geplant. Die letzte Aufnahme, ne? Also in der letzten Aufnahme hab's richtig verkackt und auf einmal. Er stand einfach am Bahnhof hinter uns. Ja, sorry, dass ich einfach super bin. Das ist eine Lüge. Mr. Arroganto. Oh, ich hab den Spruch zum allerersten Mal geschafft, den Sprung. Oh. Ja, ich hab den da auch zum ersten Mal geschafft und direkt gemacht. Ja, und dann, ja. Ja, wir haben ja Zeit. Da ist halt runtergefallen. Ja, wir haben heute Zeit. Ohne Spaß, immer wenn wir diese Aufnahme anfangen, krieg ich Hunger und Essen. Hunger und Durst. Ja, absolut. Hunger ich kann perfekt sprechen. Hallo, meine Sprache ist perfekt. Hab ich ja wohl bei der Gamescom gemerkt, ja. Eben, ich auf der perfekt. Gamescom ging's aber wirklich, ey. Ich sag nur, Peter heißt Fels. Ja, dafür waren deine Mathe-Skills nicht so geil. Wann hab ich denn bitte schön... Meine Mathe-Skills sind perfekt. Ja, wann hab ich denn bitte schön auf der Gamescom... Ich sag mal, letzten Minecraft auf, da wo ich das letzte Video, was jetzt gerade online gegangen ist, ne? Also jetzt das 6. Ja, mein Vor- und Nachname haben mehr als 10 Buchstaben. Ja, das ist eine korrekte Aussage. 6 plus 6 ist mehr als 10. Da kannst du mir nichts sagen, dass das falsch ist. 6 plus 7. Wir haben vor einer Woche zuletzt aufgenommen, circa, und ihr wisst nicht mehr, dass ihr auch den Block direkt hoch könnt, ohne da hinzuspringen. Doch, aber ich mach's nicht. Ihr wisst nicht mehr, dass ihr. Hitze, Hassan, Junge. Etze. Fuck you. Und leider war ja endlich auf der Gamescom. Ja, das fand ich richtig schade. Hätte gerne Herrn Stahl getroffen. Schlimm. Aber ich fand, wir hatten mit meinen Freunden gute Gesellschaft. Vor allem, wie sie sich mit der Tüte verprügelt haben. Ja, das stimmt. Die, aber die mit dem grünen Bändchen, ja, das waren. Keine Ahnung. Ach, Andi war eh der Beste, der das Schöne ist, die waren alle nicht geplant, bis auf der eine, der am ersten Tag war. Sonst waren die alle zufällig da, also mehr oder weniger zufällig. Rico, ja, ich war auch nicht geplant. Ja, aber. Das also, klingt ja, geplant ich war da. Auch nicht geplant. Geplant auf der Gamescom. Ja, das ist ja nichts Schlimmes. Mama, war ich geplant? Nee, das warst war ja du super. Nicht. Das als war du ja mir super. Geschrieben hast, hast du uns allen gerade so den Tag versucht. Ja, wir sind ja alle auf einmal zu Crasher gestürmt, aufs Handy geguckt. Ja. Ich saß ja neben Rico, ich hab das auch noch mitgelesen. Rico meinte nur zu mir, ey, guck mal, Andi hat mir geschrieben, was schreibt er denn gerade? Ich guck so rüber. Seid ihr auf der Gamescom? Alter, ich hab mich erstmal gewundert, warum schreibt mir Andi über Facebook? Und dann, als die Punkte da erschienen, alle gespannt drauf geguckt. Ja, du warst ja Steam nicht online. Ja, wie kann er nur, wenn er auf der Gamescom ist?
Ja. Ja. Du hast meine Nummer nicht, dafür hat Barnabend. Ja, eben! Steine. Wir haben keinen Schwein hat deine Nummer, aber Barnabend. Also. Hauptsache Barnabend hat sie, ja. Voll unfair. Barnabend hat den ganzen Tag am FIFA stand. Was? Ich hab an dem Tag auch FIFA gespielt. Waren wir nicht da. Ich hab an dem Tag FIFA gespielt. Aber ich hab da nur 5 Minuten angestanden. Ja, auf jeden Fall habe ich mich Freitagabend dazu entschieden. Ja, Freitag. Achso, jetzt war es Freitag. Warum eigentlich nicht? Köln ist nur eine Stunde entfernt. Was hätten wir vorher sagen müssen? Ja, war auch die richtige Entscheidung. Das Vergnügen war nur nicht so lange, weil der da schon direkt wieder weg musste. Ja, hättet ihr die Tage vorher kommen müssen, da waren wir länger da. Oder hätten wir länger Zeit gehabt. Weil der wieder Zeitung austragen musste. Vor allem, weil ich bin erst um 21 Uhr zu Hause angekommen. Ich war eine halbe Stunde Nacht hier zu Hause. Allein schon China, dieser scheiß China-Satzverkehr, weißt du? Ey, Rico, wo du 2 Stunden durch Wuppertal fährst. Nächstes Mal muss Striker jedes Mal mit mir mitfahren, weil nur dann kommen Züge pünktlich. Echt? Sonst immer 20 Minuten zu spät. Ja, guck mal, lustiges Rico, ne? Rico, die Geschichte immer wieder weiter. Ich bin dann mit der Schiebe noch durchgefahren, ne? Hab auf meinen Bus gewartet. Ja, mein Bus kam nicht. Begründung der WSW, ne? Hier, Wuppertal Stadtwerke, fickt euch. Unter anderem. Ja, wir haben zu wenig Fahrer, sind im Urlaub, wir haben keinen Fahrer gehabt. Ja, geiler Slogan. Ja, geil. WSW, ja. Fickt euch. WSW, bei mir hat alles geklappt. Die Wuppertaler Stadtwerk oder so. Das ist schön für dich, Andi. Der mit den längsten Weg hatte, bei dem hat alles geklappt. Ich muss sagen, Deutsche Bahn, ihr kriegt einfach immer noch nichts auf die Reihe, das ist der Wahnsinn. Ich dachte, du bist mit dem Bus gefahren. Ich bin mit dem Bus von Sachsen nach Wuppertal gefahren. Und das war relativ so Messe wieder, weil ich hatte Internet. Also, da vom Striker Taxi abgeholt worden. Ja, wir hatten im Hotel auch angeblich Internet, ey. Das Internet kannst du in die Tonne. Ja, ich hatte auch angeblich Internet, aber mein Handy sagt nö. Ja, eben, ich wollte bitte warten Sie, bis die Internet Qualität besser wird. Christoph konnte sich anmelden. Ich habe keine SMS von dem bekommen geblieben. Ich hätte in den Gang rausgehen müssen, in den Flur, um Internet zu bekommen. Boah, wir hatten so eine coole Code-Eingabe, ey, das war... Ja, aber ich muss sagen, so Postbus kann ich nur empfehlen. Also, ist eine coole Sache. Ja, du sagst halt wenigstens, ne? Mit kostenlosen WLAN. Das Blöde ist halt nur bei so einem Fernbus, es ist halt die Zeit. Also normalerweise mit Auto 6 Stunden. Aber mit dem Bus, der dann noch in allen möglichen Städten hält, 9 Stunden. Aber die wurden noch nicht mal eingehalten, aber das lag am Verkehr. Also somit fahren tatsächlich auch noch andere Autos auf der Straße. Ja, tatsächlich. Ja, du kannst ja während der Fahrt pennen. Das geht ja. Ja, ich habe aber nicht gepennt. Letzter Sprung. Ach so. Ich kann bei sowas nicht pennen, es sei denn, es ist Nacht. Ich habe den letzten Sprung verkackt. Ja. Postbus, guter Bus. Ist immer noch im Game Mode. Ich glaube, ich habe gerade was kaputt gemacht. Ist Krikus im Game Mode, ich nicht. So. Also nicht mehr. Ey, du bist mir auch zugelaufen, deshalb dachte ich, dass du das wärst. Aber das Schönste ist noch, wie Andi uns einfach auf der Gamescom besucht hat. Ja. Da ist eine Wand, da kann ich nicht vorbei. Hör mal auf mit der Scheiße! Was soll das? Von der Position, wo ich stand, sah es aber auch so aus, als könnte man da nicht vorbei. Ja, dann geht man da hin. Wir dachten echt kurzzeitig, jetzt auf die Bühne gestellt, hätte ich gefragt. Ja, wir dachten kurzzeitig, du bist auf die Bühne gegangen. Ja, mal, gibt's. Seid ihr irgendwo, hättest du so ein Mikro geschnappt? Hallo, seid ihr irgendwo? Hört ihr mich? Wenn du diesen Luftballon aufbläst, dann sagen die, wo es lang geht. Ja, ihr habt mich ja den dreifachen Weg laufen lassen. Nee, du bist einfach nur vorbei. Du bist einfach nur... Nein, einfach wir haben dich nicht den dreifachen Weg laufen lassen. Wir sind da hingegangen, hinter die Battlefront-Bühne, haben uns da hingesetzt, so, und dann habe ich dir gesagt, geh hinter die Bühne. So, dann bist du an uns vorbei, dann habe ich gesehen, oh, ich glaube, da kommt er. Denkt ihr, dass das der ist? Haben alle da hingeguckt? Nein, das ist der nicht. Die geilste Aussage. Doch, das ist der. Ich wusste nicht, wen du meinst. Die geilste Aussage war nur vorher von Bissel. Die Aussage, warte mal kurz, die Aussage von Bissel. Okay, alle potenziellen Brillenträger sind jetzt Andi. Ja. Und der potenzielle Brillenträger. Und als ich dir geschrieben habe und du auf dein Handy geguckt hast, wussten wir, du bist das. Und dann haben wir uns gedacht, ja, wir sagen dem jetzt nicht, wo wir sitzen, sondern schicken den hier noch ein paar Mal rum. Nee, ja. Mach uns erstmal nicht auffällig, erstmal auf, ob Andi uns auch so sieht. Aber wir waren auch so auffällig, wir saßen an der Wand, haben gelacht. Wir waren voll gefilmt. Die Einzigen, die da saßen. Wir waren fast die Einzigen. Nee, da standen überall Leute. Ja, wir saßen aber halt. Ja, auf so einer Messe, krass, ja. Waren überall Menschen. Da ist da unauffällig, ich dachte. Unauffällig. Mit Kameras in der Hand und so. Eben, weißt du, die 4 Leute da, die da mit Kameras in der Hand saßen? Können sie nicht sein.
Das wär zu einfach gewesen. Vor allem habe ich immer noch, als Crasher das gesagt habe ich halt stundenlang auf diese Scheißtür da Richtung Halle anders geguckt. Ich weiß halt nicht, welche Halle das war. Und dann, ja, guck mal, da links von uns. Die Zeit dann irgendwann sagte, ich guck immer noch rechts ran vorbei. Wo ist denn der? Der ist schon links von uns. Nee, ich hab, ja, als ich dann gemerkt habe ich das gesagt. Ich sag nur Bissel und die Tür. Ja. Ja, bis jetzt geschafft. Und als du dann rausgegangen bist, habe ich nur schnell meine Kamera weggelegt und habe geschrieben, stopp, umdrehen. Ich wollte dich nochmal zulaufen und niederklappen. Wir wollten dich nicht schon wieder suchen. Ja, das Risiko wäre so gewesen, Aussage dass ich einfach alle mal verloren gegangen wäre. Für den Kontext, für die Zuschauer mal komplett zum Kontext, wir haben Andi vorher gesagt, wir sitzen am Eingang Süd, oben auf dem Außenbereich. Am ersten Außenbereich, an dem du vorbeiläufst. Der ist wirklich direkt hinter dem Eingang. Das Lustige ist, danach kam die Nachricht 5 Minuten später, ich bin in Halle 6 und ihr? Ja. Ich frag, wo bist du? Ja, ich weiß nicht, in der Halle. Wie in der Halle? Aber echt, ja, in Halle 6. Wie ist er da hingekommen? Vor allen Dingen auf dem Weg dahin waren so ultra viele Außenbereiche, das ist unfassbar. Ja. Hab ich mir gedacht, ist er da hingeschwebt oder was? Das ist unsichtbar, Junge, Camouflage, Junge. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste am Anfang auch nicht, was du mit Außenbereich meinst. Ich was meint man, wo man Außenbereich? Außenbereich. Ein Außenbereich. Ja, ich dachte irgendwie, das ist so ein. Draußen. Der ist ich dachte, das ist irgendwie so Backstage-Bereich. Irgendwie Halle so eine 6. Launch oder so. Ja, Halle 6 ist voll Backstage. Halle 6 ist voll der Außenbereich, Alter. Ich kenne eine Lounge, aber nicht eine Lounge. Spiker macht's gerade. Ja. Spiker macht das Würstchen. Ja, jo, boah, Spiker hat's gemacht. Boah, ich war hier gerade schon mal und hab den letzten Sprung verkackt. Ich mach jetzt immer ein bisschen Concentration, aber meine Hand ist echt schwitzig von der Mario Kart Aufnahme. Ja, ich schwitze einfach überall, weil das war so anstrengend, die Aufnahme. So. Nie wieder mit neuen Leuten. Nie wieder. Formel 1 mit 9 Leuten geht, weil da muss sich jeder konzentrieren. Ja. Das wäre noch schön. Aber das geht ja leider nicht. Rico. Warum? Grüten. Wir hauen einfach Ende aus dem Projekt und nehmen wir noch mit Tora auf. Was war denn das Problem mit 9 Leuten? Einfach, dass so viele Autos auf der Strecke sind oder was? 2 Wochen, ach so. Die letzte Aufnahme war 2 Wochen her. Man hätte das Gefühl, alle wären auf Drogen. Alle haben Alpecin genommen. Ja, also, okay. Andi, stell dir einfach mal vor, also ich war jetzt nicht dabei, aber stell dir mal vor, du hast 3 Sidels, die zeitgleich am rumbrüllen sind. So etwa war das. Das stimmt gar nicht. Mit Nina Mogadam. Ich hab was aus dem Nina Mogadam Wikipedia-Vortrag vorgelesen. Pazis hat irgendwie sein übliches. Warum? Scheiß du musst Mario Kart fahren. Nein, das war im Wartemenü. Außerdem hatte ich. Das war Babypack. Da musst du nur reindrücken und auf Gas drücken. Ich bin trotzdem Dritter geworden. Da wurde ich Wikipedia-Eintrag vorgelesen und bin Dritter geworden, ja? Ich hätte irgendwas Interessantes vorgelesen, das wäre ja schön gewesen, ne? Aber das war der Hallo, der Dina Mogadam Wikipedia. Hallo, meine Informationen sind perfekt. Meine echt mal. Und vor allen Dingen dann, weil Ant mir gesagt hat, ich soll aufhören und ich dachte, nee, ich höre nicht auf, habe ich mir noch was ausgedacht. Das war schön. Ne? Aber auf der Gamescom, kennt ihr. Entschuldigung. Ja, kennt ihr, wer weiß es nicht. Ja. Boah, war der auch auf der Gamescom? Der war der Moderator, Xbox-Stand, stand auf der Tribüne und hat sein Quiz gemacht. Ja, warum war ich mega nicht cool. Da? Ja, das war cool. Der war mein Unna, das war mega cool. Ja, da hat jemand, der hat Xbox Ones, konnte man da gewinnen. Once upon a time. Du kannst Xboxe gewinnen, Alter. Xbox. Ja, aber was ist die Metze von Xbox One? Xbox-Konsolen. Xbox Once Upon a Time. In a far, far away land. Nee, die geilste Story war noch eigentlich mit Bissel und der Tür und Zeidel. Ja, haben sich Leute getroffen, die einfach nicht ordnungsgemäß irgendwo hingehen können. Hallo. Bissel haut sich die Tür vor den Kopf, die er gerade selber aufmacht. Was? Wie geht das denn? Ja, keine Ahnung. Rennt gegen Feuerlöscher. Das war aber nicht nur ein einzelner Feuerlöscher, das war so ein riesiges Teil. Seidel stolpert über Pöller, Seidel die immer da stehen, in einer Reihe stehen. Aber die stehen wirklich mitten in der Halle. Seidel fliegt fast von der Rolltreppe, Alter. Und Seidel ist auf der Rolltreppe noch hingeflogen. Ich hab's aber beim Dancen habe ich richtig und Anti und Seidel wir haben ein scheiß Lied gehört. Ja, ich wollte das Lied aussuchen. Dass du beim Dancen nicht noch hingefallen bist. Ohne Spaß, immer wenn ich im Flow war, hat er das voll zerstört, das Spiel, ey. Ich wollte eigentlich das Lied für euch aussuchen, ne, aber... Ja, Andi musst du immer... Boah, nee, da kommt doch schon. Boah, da Wer kommt hat doch. Das dir mir jetzt erzählt? Hallo? Hallo in der Aufnahme, Bissel. Oh, Bissel. Hi.
Die geilste Aussage von Andi hast du gerade verpasst, ne? Kannst du nochmal anhören. Bissel war auch dabei. Hey, wir waren Bissel. Ja, ich schreibe die ganze. Ja, ich hab's mit Bissel gerade geschrieben. Dass ich jetzt erst gerafft habe, wer Bissel war. Und Bissel hat einen Schokobilchsteig ausgeschlagen. Ja. Ja, warum hast du den nicht mitgebracht oder zu mir geschickt, irgendwie per Post? Nachdem ich zu dumm war, einen einzelnen Milchshake zu kaufen. Immer noch die Kunst schlechthin.